Ja, hallo, willkommen. Ich bin Nils Liebig. Wir sind hier am Reloop-Stand auf der Musikmesse in Frankfurt 2013. Und ich bin hier mit unserem neuen Premium-Mischpult, dem Reloop RMX 80. RMX 80 ist nicht der komplette Name, sondern er heißt RMX 80 Digital. Das ist ganz wichtig, denn das Produkt ist komplett intern digital aufgebaut. Das hat extrem Vorteile. Da werde ich gleich direkt mal drauf eingehen. Vielleicht erstmal ein kleiner Überblick über das komplette Produkt. Ist halt ein klassischer 4-Kanal-plus-1-Mixer. Das heißt, wir haben 4 ganz klassische Kanäle, wo ich ganz normal Signalquellen anschließen kann. Ich habe die Möglichkeit, 6 Linequellen und 2 Phonoquellen anzuschließen. Der Plus-1-Kanal ist unser Mikrofonkanal. Da kann ich zwischen 2 Mikrofonen auswählen. Ich kann ein Mikrofon hier direkt auf der Frontplatte anschließen. Ich kann ein Mikrofon hier unten anschließen. Ich kann hier allerdings auch einen AUX-Eingang noch eingeben. Das heißt, wenn ich ein iPhone oder irgendeine sonstige Linequelle habe, kann ich direkt hier oben einfach direkt auf der Platte das anschließen und es geht los. Ich habe hier meinen Wahlschalter, wo ich dann halt meine Quelle auswähle. Wenn ich ein Mikrofon angeschlossen habe, kann ich auch direkt hier diese Talkover-Funktion aktivieren. Das heißt, immer wenn ich rede, ist eine aktive Talkover-Funktion, wird das Signal geduckt, also wird der einzelne Kanal geduckt. Ist so der ähnliche Effekt, wie wenn man mal Stauschau hört und die Staus werden angegeben, im Hintergrund läuft ein bisschen Musik. Immer wenn der Stausprecher redet, wird die Musik im Hintergrund automatisch runtergeregelt. Hört er auf zu reden, wird die Musik wieder lauter. Ist ein ganz geiler Effekt, eignet sich super, wenn man Durchsagen oder Ähnliches machen muss. Darunter befindet sich klassischerweise unsere Kopfhörer- oder Q-Sektion. Wir haben hier natürlich die Lautstärke, wir haben das Q-Verhältnis, also Mix zwischen meinem Q-Kanal und dem Master-Signal. Und wir haben, was Reloop typisch auch ist, einen eigenen EQ für unseren Kopfhörer. Das ist mega praktisch, wenn man irgendwie in einem Club ist und man hat irgendwie ein dumpfes Monitorsignal und man möchte, dass sich sein Kopfhörersignal davon eindeutig abhebt, kann ich einfach hier dem Kopfhörersignal ein paar Höhen mehr dazu mischen und schon habe ich eine klare Differenzierung zwischen Monitorsignal und meinem Kopfhörersignal. Dann schauen wir uns mal so einen einzelnen Channel-Strip hier an. Hier oben auch ganz klassisch der Wahlschalter. Welche Eingangsquelle möchte ich halt wählen? Ich habe hier oben meine Gain-Stufe, damit ich alle Signale auf den gleichen Pegel bringen kann. Hier meine zugehörige LED-Kette dazu. Dann habe ich einen klassischen Dreiband-Equalizer mit Bässen, mit den Höhen. Aber das ist nicht nur normaler Equalizer. Also wenn ich den hier rechts unten auf Klassik stehen habe, ist es schon normaler Equalizer. Das heißt, ich kann die einzelnen Frequenzbänder anheben oder absenken. Ich habe allerdings auch noch eine Kill-Funktion und wenn ich die aktiviert habe, ich lasse einfach mal jetzt den Track laufen, da kann ich tatsächlich das komplette Frequenzband killen. Das heißt, wenn ich alle 3 Regler unten habe, höre ich auch gar nichts mehr und ich kann hier sehr selektiv halt mir die Frequenzen aussuchen, die zu meinem aktuellen Mix passen. Dann habe ich als Besonderheit hier pro Kanal einen dedizierten Filter. Das Tolle dabei ist, das ist ein bipolarer Filter. Das heißt, wenn ich den Filter nach links drehe, habe ich einen Low-Pass-Filter. Ist halt so dieser Sound, den man kennt, wenn man vorm Club steht und denkt so, heute komme ich leider nicht rein, kann mir leider nur die Musik so anhören. Drehe ich den nach rechts, also mit dem Uhrzeigersinn, dann ist es ein Highpass-Filter, es werden nur die hohen Frequenzen durchgelassen. Schön ist, dabei habe ich halt pro Kanal dediziert hier einen direkt im Channel-Strip. Darunter befindet sich halt meine Q-Selection, also welchen Kanal ich gerne auf dem Kopfhörer hören möchte. Darunter sind dann halt meine Channel-Fader. Das Tolle dabei ist, ich kann die Kurve des Faders halt einstellen. Wenn ich hier oben diesen Wahlregler ganz nach links stelle, dann habe ich hier unten eine frühe Cut-Position. Das heißt, eigentlich passiert alles auf den ersten 2 cm. Drehe ich den Regler ganz nach rechts, ist genau das Gegenteil. Hier passiert erstmal gar nicht so viel, aber ich habe hier oben halt sehr viel Action. Ist halt schön, wenn man schnelle Cuts machen will. Ich kann das ganze Ding auch in die Mitte stellen. Dann habe ich einen gleichmäßigen Übergang und kann halt Smooth-Übergänge machen. Die Kurve kann ich nicht nur für die Channel-Fader einstellen, sondern auch für den Crossfader habe ich halt hier in der gleichen Sektion meine Einstellung dafür. Die Kanäle kann ich natürlich meinen Crossfader-Seiten zuordnen, also hier mittels A und B. A ist dabei links, B ist dabei rechts. Und wenn ich den Schalter in die Mitte stelle, ist der Crossfader für diesen Kanal halt nicht aktiv. So viel zu den klassischen Sachen. Dann haben wir hier unsere digitale Effekteinheit und da haben wir uns wirklich extrem viel Mühe gegeben, nicht nur die Effekte gut klingend zu machen, sondern auch so zu erstellen, dass sie wirklich für den DJ-Use handhabbar sind und dass man damit wirklich tolle kreative Sachen machen kann. Ich habe als Beispiel jetzt hier einfach mal ein ganz normales Echo eingeladen. Ach genau, also Effekte lädt man so. Normalerweise kennt man das ja, man hat hier irgendwo eine Liste mit Effekten und da steht dann hier Delay, Echo, Reverb und so weiter und so fort. Bei uns haben wir hier einfach nur einen Endlosregler, ohne dass irgendwas drumherum steht. Das ist halt aus dem Grund, ich habe ja eingangs schon erwähnt, dass das ganze Pult komplett digital aufgebaut ist. Und wir haben auch die Möglichkeit, mittels eines Firmware-Updates zum Beispiel neue Effekte hinzuzufügen. Dann wäre es natürlich blöd, wenn man sagt, okay, ich muss hier irgendwie mit einem Adding oder was auch immer nochmal einen neuen Effekt dazu schreiben. Wir haben das folgendermaßen geregelt. Wir haben, wie gesagt, hier einen Endlosregler. Und ich habe hier oben ein Display, wo mir mein Effektname halt
halt angezeigt wird. Und wenn ich jetzt hier ran drehe, dann kann ich durch die Effektzeile durchsteppen. Und wenn ich einen Effekt gefunden habe, den ich halt auswählen möchte, betätige ich einfach hier einmal diesen Druckknopf und schon ist der Effekt halt geladen. Effekt Routing ist dann hier auch ganz klassisch. Ich wähle jetzt hier meinen Kanal 2 aus, weil auf Kanal 2 mein Sound läuft. Ich habe dann hier meinen Effekt On-Off Button, also ob ich den Effekt an- oder ausschalten möchte, und kann dann noch den Effekt halt von 0% Effekt auf 100% Effekt mittels des Dry and Wet Regler halt regeln. Jetzt mische ich den Effekt halt zu. Das wird mir auch im Display direkt angezeigt mit X-Prozentwert, also 0% entspricht der Einstellung gleich links. Ich habe gar keinen Effekt. Drehe ich den Regler ganz nach rechts, sieht man hier im Display direkt, dass wir bei 100% sind. Da habe ich halt 100% Effekt. Richtig geil bei so einem Effekt wie dem Delay ist natürlich oder dem Echo, ist, wenn ich den zeitbasiert richtig einsetze. Dazu habe ich hier diese Time-Tag-Buttons. Die stellen mir immer automatisch für die passende BPM-Zahl den richtigen Wert ein. Das heißt, ich muss halt nicht überlegen, okay, wie viele Millisekunden entsprechen jetzt irgendwie welcher Takteinheit, sondern ich kann einfach auf ein Viertel klicken und schon ist mein Delay auf ein Viertel gestellt. Stelle ich jetzt auf ein Halb, verändert sich die Delay-Zeit dementsprechend, dass das Delay auf ein Halb läuft. Was jetzt auch toll ist, normalerweise ist das so, man hat irgendwie die Delay drin und wenn man das Delay dann ausschaltet, dann ist es ein harter Cut, also 100% Effekt. Auf einmal ist der Effekt weg. Wir haben das so geregelt, dass wenn ich ein Delay jetzt hier zum Beispiel drin habe und schalte das Delay aus, dann fadet das halt noch extrem entspannt aus. Also auf der letzten, auf Basis der letzten Zeiteinheit, die ich gewählt habe, fadet das Delay halt smooth aus. Das ist halt nicht ein harter Übergang, sondern schön geschmeidig. Ein weiterer Effekt, den ich mal vorstellen kann, ist zum Beispiel unsere Loop Roll. Also Loop Roll heißt, es wird so ein Instant Sample halt gebildet, auch auf Basis der Größe, die ich hier einstelle. Ich stelle jetzt hier einfach mal einen Beat ein, lasse den Beat hier laufen, aktiviere das, switch rüber. Und jetzt läuft auf diesem Kanal im Prinzip nur noch das Sample, was ich gerade aufgenommen habe. Das Schöne ist jetzt, dass ich mittels dieser Time-Tag-Buttons nicht nur das Sample retriggern kann, also es wieder neu starten kann. Ich zeige das mal eben. Sondern ich kann das auch noch routen. Das läuft folgendermaßen. Ich nehme das Sample nochmal auf. Ich kann jetzt durch Drücken dieser Tasten einmal die Auflösung ändern und bei jedem Tastendruck startet das Sample halt neu. Das ist halt ganz praktisch, wenn man noch einen weiteren Track laufen hat und man nicht 100% genau gedrückt hat, dann kann man halt immer den Loop noch passend auf den Beat anpassen. Ich muss aber auch nicht auf dem Kanal bleiben, ich kann jetzt einfach hier einen anderen Kanal auswählen und dann wird halt das gebufferte Sample wird halt auf den nächsten Kanal gesendet. Ich habe jetzt hier Kanal 3 ausgewählt und das Sample kommt jetzt hier an. Ist halt super geil, weil dann kann es hier halt noch weiter verfremden mittels des Filters zum Beispiel. Ja, noch ein Effekt, den ich mal zeigen kann, ist Noise, White Noise, ist ein beliebter Effekt. Kennt man in vielen Tracks, ist das schon mit eingebaut, nach dem Break irgendwie so als Highlight nochmal White Noise eben drüber ziehen. Wenn ich jetzt hier mal einen Beat habe, ich route einfach das White Noise jetzt mal auf Kanal 4 und das Schöne ist, dass ich das jetzt hier einfach dazu mischen kann und wie man schon hört, ist da noch ein LFO drüber und der LFO ist auch immer zeitbasiert, das heißt, er passt sich halt dem Tempo des Tracks an und pulsiert dann halt mit dem Tempo des Tracks. Auf meiner letzten Einheit habe ich dann aber nur ein reines White Noise, das ich auch mittels des Filters hier nochmal modulieren kann. Wenn ich hier meinen Track habe, kann ich schön dazu mischen, kann ich schön kreative Effekte auf jeden Fall erzeugen. Ein weiteres Highlight, was uns halt dieses komplette digitale System ermöglicht, ist, dass ich im Vorfeld Einstellungen tätigen kann, die weit über das hinausgehen, was man eigentlich von so einem normalen Mischpult gewöhnt ist. Muss man eben das Mikrofon weglegen, weil da muss man nämlich eine kleine Tastenkombination eingeben, damit nicht jeder während des Betriebs irgendwelche Einstellungen machen kann und keiner weiß mehr, was dann Sache ist. Das sind Einstellungen, die man wirklich im Vorfeld tätigt, weil das auch Einstellungen sind, die eigentlich nur im Vorfeld Sinn machen. Ich lege mal eben das Mikrofon aus der Hand, schalte jetzt das Gerät einmal aus. Habe jetzt diese beiden Tasten hier gedrückt, während das Gerät eingeschaltet wird und schon bin ich im Setup-Menü. Da kann ich halt, wie gesagt, weitgehende Einstellungen machen. Eine ganz beliebte Einstellung ist zum Beispiel der Limiter. Super für so einen Clubbetreiber, der denkt sich, ja, mein DJ, der fängt heute irgendwie um 11 Uhr an aufzulegen. Am Anfang ist noch alles klar, er verhält sich komplett super hier, ist nur im grünen Bereich. Später hat er vielleicht einen oder anderen Jägermeister getrunken und denkt sich, ich habe alle LEDs bezahlt, deswegen übersteuere ich das Pult mal richtig. Vielleicht geht da meine Anlage kaputt, ich weiß es nicht. Ich habe halt hier die Möglichkeit im Vorfeld zu sagen, ey, ich setze meinen Limiter und starte vielleicht bei minus 12 dB. Das heißt, ich kann das Mischpult gar nicht mehr übersteuern, sondern ich bin sowieso immer 12 dB unter dem eigentlichen Wert, der angezeigt wird. Ist halt eine super Einstellung, die halt eine Anlage schützen kann.
Dann kann ich noch individuelles Queue-Routing machen. Das heißt, ich kann zum Beispiel verschiedene Zonen an verschiedene Ausgänge routen. Wenn ich zum Beispiel sage, auf meinem Monitorausgang möchte ich ein ganz anderes Signal haben als auf meinem Masterausgang, kann ich das alles hier im Vorfeld einstellen. Eine tolle Funktion ist auch, dass ich meine EQ-Kurven anpassen kann. Ich kann zum Beispiel sagen, wo soll mein Low-EQ-Band halt greifen? Soll das bei 150 Hertz greifen? Soll das bei 600 Hertz greifen? Das sind halt alles so Advanced-Einstellungen, die kann ich einmal im Vorfeld tätigen, je nachdem, in was für einem Raum ich auflege. Eine Sache, die auch wirklich extrem geil ist, ist, dass ich das Mikrofon einmal dem Masterausgang natürlich zusenden kann. Ich kann es auf meinen Monitorausgang legen, ich kann es aber auch nur aufs Master-Signal legen. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen MC dabei habe, der irgendwie hinter mir in der DJ-Kanzel steht und irgendwie seine Action macht, dann kommt es halt häufig zur Rückkopplung, weil das Signal, was durch das Mikrofon läuft, direkt wieder aus den Monitorboxen ausgegeben wird. Kann ich im Vorfeld umgehen, indem ich sage, okay, mein Mikrofon soll nur auf die Hauptanlage laufen und nur auf der Hauptanlage ausgegeben werden und kommt halt gar nicht mehr über die Monitorboxen wieder rein. Dann habe ich hier noch die Möglichkeit, ein Factory Reset zu machen. Das heißt, wenn ich Einstellungen getätigt habe und weiß gar nicht mehr, Hilfe, was habe ich jetzt eigentlich alles eingestellt, drücke ich einmal Factory Reset, schon bin ich wieder auf Werkseinstellungen. Und ich habe die Möglichkeit, hier in meinen Firmware-Update-Modus zu gehen. Das heißt, ich schließe das Gerät einfach per USB an einen handelsüblichen Computer, Laptop, was auch immer an. Da wird es dann einfach angezeigt wie ein USB-Stick, steht einfach schön RMX80. Und wenn ich meine Firmware-Update-Datei habe, muss ich die einfach nur auf dieses Laufwerk ziehen. Das Gerät datet alleine ab und schon habe ich irgendwie ein, zwei Effekte mehr oder ein paar neue Einstellungen, je nachdem, was das aktuelle Firmware-Update halt hergibt. Das Ganze kann ich einfach wieder verlassen, indem ich das Gerät ausschalte oder hier diese Exit-Variante benutze. Und schon sind die Einstellungen, die ich eben getätigt habe, werden direkt übernommen. Wichtiges Thema bei der Sache Clubmischpult ist natürlich auch, was kann ich da alles anschließen, habe ich genug Anschlussmöglichkeiten. Wir können uns dazu einfach mal die Rückseite hier anschauen. Hier ist im Prinzip alles, was das Herz begehrt. Wir können Linequellen anschließen, wir können Phonequellen anschließen. Als ganz besonderes Highlight haben wir dem Gerät auch noch ein USB-Hub spendiert. Das ist natürlich mega praktisch, weil viele DJs legen mittlerweile digital auf. Da gibt es einen Controller anzuschließen, da gibt es ein Audio-Interface anzuschließen. Da gibt es vielleicht noch einen MIDI-Controller anzuschließen. Und man kennt das vom Laptop, da sind zwei USB-Anschlüsse dran. Vielleicht brauche ich aber drei oder vier. Kann man mit dem Gerät alles realisieren. Unterm Strich gesehen ist das auf jeden Fall die Oberschaltzentrale für jeden Club oder für jede Installation. Wenn man sich dann noch vorstellt, dass das ganze Gerät für 749 Euro auf den Markt kommen wird, ab Mitte des Jahres, kann man eigentlich nur sagen, RMX 80 digital, Daumen hoch, beide Daumen hoch. Ja, das war es auf jeden Fall hier vom Reloop-Stand. Wir sehen uns bestimmt nochmal. Ciao.